Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Heute geht es von der 18. bis zur 22. Schwangerschaftswoche und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Natürlich waren wir in dieser Zeit beim Frauenarzt, aber das erzähle ich euch ganz am Ende, weil das war ganz am Ende dieses Schwangerschaftsupdate. Ja, zuerst fange ich einfach mal wieder damit an, was ich so bemerke oder was es Neues gibt. Was mir total aufgefallen ist, schon in der 18. Woche, ist, dass das Sodbrennen angefangen hat oder der Sodbrennen. Weiß ich gar nicht, wie man das der oder das Sodbrennen. Ja, das wird jetzt von Tag zu Tag irgendwie schlimmer. Ich merke das immer wieder, wenn ich, ja, zum Beispiel gestern beim Autofahren, dass ich total oft aufstoßen muss und ja, einfach Sodbrennen habe, was richtig, richtig weh tut. Ich habe mir jetzt gestern Tabletten gekauft und ich hoffe einfach, das klappt damit ganz gut. Auf Instagram habe ich auch schon gefragt nach Tipps und da habt ihr mir auch tausende Tipps gegeben. Und das freut mich auch sehr, dass man da einfach ganz schnell fragen kann und dann Tipps bekommt. Ja, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich jetzt Sodbrennen bekommen habe. Ich habe ja lange Zeit gedacht, dass ich davon verschont bleibe, aber leider ist dem nicht so. Ja, bei 19 plus 2, also in der 20. Schwangerschaftswoche, ist mir aufgefallen, dass ich Vormilch bekomme. Ich habe das vorher schon so ein bisschen gemerkt, dass ja an meinen Brüsten so eine Kruste war und ich habe mich immer gewundert, was ist denn das? Und ja, das war irgendwie auch gar nicht so angenehm. Und dann habe ich wirklich gesehen oder mitbekommen, wie es denn wirklich lief aus meinen Brüsten. Ist jetzt echt ekelhaft, aber ja. Die Vormilch ist da. Sie war zuerst durchsichtig und ja, einfach so durchsichtig, gelb durchsichtig. Und jetzt ist sie aber schon weiß oder so weiß-gelblich. Ja, wo wir schon bei den Brüsten sind, sie wachsen immer mehr. Also das C-Körbchen passt mir auch nicht mehr. Ich ja, bin echt schockiert und frage mich echt, wo das noch hingehen soll. Aber ich glaube, es müssen bald Still-BHs her, weil ich habe am Anfang der Schwangerschaft neue BHs gekauft, die passen nicht mehr. Und jetzt habe ich wieder neue BHs gekauft. Ein C-Körbchen, es passt auch nicht mehr. Nun gut, es ist so, es bereitet sich alles vor, es wächst alles. Aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall Still-BHs kaufen. Und dann werden die Bewegungen natürlich von der Maus immer mehr. Also ich lade ja immer auf Instagram so ein paar Videos hoch. Und die kleine Maus ist wirklich richtig aktiv. Also jedes Mal abends, wenn ich mich gerade hinlege, dann wird sie richtig aktiv. Der Papa merkt das auch schon und wir genießen das so ein bisschen mit ihr jeden Abend. Und ja, wenn ihr irgendwas nicht gefällt, macht sie die Radau, wenn es zu laut ist auch. Also sie hört da schon richtig drauf und reagiert dann dementsprechend. Zum Beispiel bei lauter Musik oder wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand in meiner Umgebung irgendwas Lautes macht, dann reagiert sie da auch schon drauf. Und ja, sie ist einfach richtig aktiv, hat die Frauenärztin auch gesagt. Sie ist ein sehr aktives Baby und das ist auch sehr, sehr gut. Aber zum Frauenarzttermin kommen wir gleich. Ja, ich habe letzte Woche ein bisschen auf Instagram rumgejammert und ja, mich so ein bisschen beschwert über die Schwangerschaft, was glaube ich auch normal ist. Und zwar ist mir aufgefallen oder habe ich an dem Tag sehr damit zu kämpfen gehabt, dass ich ja, sehr dolle Unterleibsschmerzen hatte und die Kleine mir immer in den Magen getreten hat, auch schon auf die Blase getreten hat oder in die Blase getreten hat. Und das fing ungefähr so 21, 22. Woche an, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, sie tritt mir wirklich mit dem Fuß richtig in die Blase. Also das ist nicht so ein Drücken, sondern das ist wie so eine Art Kitzeln und sie tritt halt wirklich richtig in die Blase. Das tut richtig weh. Und auch der Magen ist nicht mehr verschont oder wird nicht mehr verschont von ihr, sondern sie tritt da auch einfach richtig rein. Es ist ihr wirklich egal. Aber ich will mich da ja auch gar nicht drüber beschweren. Ich finde es schön, wenn sie sich ja, den Raum nimmt, den sie braucht und auch einfach lebt. Das ist einfach, also ich möchte sie dafür jetzt nicht verurteilen oder so. Und das soll auch gar nicht so rüberkommen. Aber ja, es tut einfach wirklich sehr weh. Es hat auch schon wieder abgenommen, also beziehungsweise habe ich mich, glaube ich, einfach dran gewöhnt. Aber ja, das war in der 21. und 22. Woche wirklich sehr, sehr schwer und schlimm. Dann habe ich oder in der 22. Woche auch noch ein bisschen was gemacht, hier in der Wohnung bei uns. Und das habe ich am nächsten Tag auch gespürt. Also ich hatte
sehr, sehr dolle Unterleibsschmerzen. Das war eher so ein Muskelkater direkt über dem Schambein. Und da haben viele zu mir gesagt, das können schon oder es könnte schon die Symphyse sein. Aber meine Frauenärztin hat das verneint. Sie sagt, das war einfach nur ein Muskelkater und ich soll ein bisschen ruhiger machen. Das mache ich jetzt auch und ich achte da auch ein bisschen mehr drauf. Aber genau, das ist mir eben auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es so an meiner Statur liegt oder so, aber ich spüre die Kleine allgemein wirklich sehr viel. Also von außen kann ich jedes Mal gucken, wo genau sie liegt. Ich kann auch ja, den Rücken ertasten und den unterscheiden vom Kopf und so. Also ich weiß immer ganz genau, wo sie liegt, weil ja, man sieht es auch immer von außen, wo sie gerade liegt. Das finde ich immer auch sehr ja, verrückt und komisch. Aber ich glaube, es ist einfach, liegt einfach daran, dass ich einfach sehr dünn bin. Ja, am Ende zeige ich euch natürlich noch meinen Bauch. Aber jetzt geht es erstmal um den Frauenarzttermin. Denn ich glaube, deswegen hören die meisten Leute zu. Ich habe es nämlich diesmal nicht auf Instagram verraten, was so passiert ist. Sondern ich dachte mir, ich mache da wirklich mal ein Video drüber. Weil das ist immer besser, als wenn ich da so einen riesenlangen Text tippe und ich finde es einfach schön, euch das einfach so zu erzählen. Ja, der Frauenarzttermin war bei 22 plus 0, also direkt 23. Woche, aber ich habe ihn jetzt einfach mal hier mit reingenommen. Wir sind nämlich gerade schon fast am Ende der 23. Woche und ja, haben damit fast die 24. Woche erreicht. Und am Ende der 24. Woche, das ist irgendwie für mich so ein Meilenstein, weil ja, sie dann einfach mehr Überlebenschancen hat, falls sie zu früh kommen würde. Und darauf fieber ich jetzt gerade so ein bisschen hin auf die 25. Woche. Aber wir wollen natürlich, dass die Maus so lang wie möglich drin bleibt. Ja, so hatten wir also den Termin bei 22 plus 0, das heißt 23. Woche. Das war ganz früh morgens um 8 Uhr. Als wir losgefahren sind, war es noch dunkel, Leute. Also das war wirklich richtig krass. Aber ja, nach 4 Wochen haben wir endlich die Babymaus wiedergesehen. Und die erste Frage natürlich, ist sie wirklich ein Mädchen? Weil beim letzten Mal konnte das Geschlecht ja nicht bestätigt werden, weil sie einfach mit dem Popo zu weit unten im Becken saß. Und sie hat sich einfach nicht zeigen lassen. Aber ich habe, oder ich wusste ganz genau, dass wir dieses Mal eine Bestätigung bekommen oder eben nicht. ja, weil die Frauenärztin, die das Organscreening gemacht hat, das hatten wir nämlich jetzt, das große Screening oder Zweittrimester-Screening. Weiß ich nicht, das macht man so 20. bis 24. Woche, glaube ich. Und da werden eben alle Organe nochmal angeschaut. Und die Ärztin, die das mit uns macht, bei uns in der Praxis, die hat ein viel besseres Gerät und beziehungsweise Geräte. Sie hat da wirklich einen Riesenraum, wo überall Ultraschallgeräte stehen und jedes Ultraschallgerät ist für was anderes. Und ja, ich wusste ganz genau, sie kann uns auf jeden Fall eine Bestätigung geben durch die guten Geräte eben. Und ja, das war auch der Fall. Unsere kleine Maus ist zu 100 oder 1000% ein Mädchen. Da gibt es wirklich gar nichts mehr dran zu rütteln. Ich habe es selber gesehen. Ich habe auch Fotos davon. Ja, hört sich irgendwie komisch an, aber ich wollte unbedingt ein Foto davon haben. Und ja, es ist auf jeden Fall richtig eindeutig. Sie hat auch ja, nach unserem Gespräch, noch einem kurzen Gespräch, wo ich wieder einen Zettel unterschreiben musste, hat sie kurz oder hat sie uns gefragt, ob wir denn das Geschlecht wissen wollen und wusste auch ganz genau, dass es beim letzten Mal ein Mädchen war. Also sie ja, kannte uns noch. Und ja, dann habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und sie hat das Ultraschallgerät drauf gemacht und ich habe direkt gesehen, das ist ein Mädchen. Und hat sie geguckt und geguckt. Und ich dachte mir, das ist ein Mädchen, das ist ein Mädchen, das ist eindeutig ein Mädchen. Und dann hat sie auch gesagt, ja, okay, das ist auf jeden Fall ein Mädchen. Und dann hat sie es auch alles nochmal gezeigt und das ist auf jeden Fall ein Mädchen. Ja, und damit hatten wir dann natürlich einmal das Outing, das wirklich komplette Outing. Und dann ging es natürlich weiter, die ganzen Organe zu untersuchen. Also sie hat das Herz ganz am Ende untersucht, weil die Kleine lag, weil sie sich die ganze Zeit bewegt hat, lag sie immer falsch und sie konnte das Herz nicht gut beobachten. Und deswegen musste ich mich auch einmal auf die Seite drehen. Und dann hat es endlich geklappt. Also die kleine Maus war im Wartezimmer noch ganz ruhig. Da dachte ich mir schon, okay, was ist heute los? Ist dir das zu früh? Aber dann, als es dann losging, da war sie Feuer und Flamme. Also die wollte alles zeigen, was sie kann. Das hat man sogar von außen alles gesehen. Also sie war wirklich sehr aktiv. Und die Frauen jetzt haben auch gesagt, oh, jetzt ist aber mal gut, schlaf doch mal ein. Und ja, aber sie wollte nicht so recht. Und hat dann richtig schön Theater gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Vlog gesehen habt. Da ist ja auch wieder ein kleines Video drinne von dem Tag, weil sie hat
ja, ihre Hand, also sie hat ihre Hand so gehabt und sie hat dieses Stück hier in den Mund genommen und hat darauf rumgekaut. Und man sieht sogar, wie ihre Zunge immer so ein bisschen rausgeht und halt immer so daran rumknabbert und so total niedlich. Also das war echt unglaublich, dass man sowas sehen kann. Und ja, da bin ich auch glücklich, dass wir den Moment einfangen konnten und so als Erinnerung haben. Das Video findet ihr auch auf Instagram, aber eben auch in dem Vlog. Und sonst war wirklich alles gut. Also dem Baby geht es perfekt. Kerngesund, so wie beim letzten Termin auch. Sie meinte sogar, dass wir auf das letzte Screening verzichten könnten, was ich aber nicht möchte. Also nicht, weil ich nicht glaube, dass da noch irgendwas kommt oder dass meine Maus krank ist oder so, sondern einfach, weil ich das, ja, gerne nutzen würde, weil diese Ultraschalle oder die Ultraschalltermine gehen immer eine Stunde und ja, man sieht in dieser einen Stunde halt immer komplett das Baby und ja, es gab jetzt beim ersten Mal total schöne Momente und jetzt beim zweiten Mal gab es auch einfach so unglaubliche Momente. Das möchte ich mir einfach nicht nehmen lassen, aber sie hat uns eben gesagt, wir könnten darauf verzichten, weil sie halt sagt, das Baby ist kerngesund und hat nichts. Kein offener Rücken, keine Lippenspalte, ja, alles, also Blase ist top, Nieren sind top. Sie hat auch von allen Fotos gemacht und hat auch meine Blutgefäße rechts und links noch kontrolliert und natürlich die von der Nabelschnur mehrfach kontrolliert. Und es ist wirklich alles in Ordnung. Es scheint auch nichts im Wege zu stehen, was eine natürliche Geburt betrifft. Also wir müssen keinen Kaiserschnitt machen. Und dann haben wir am Ende auch noch mit ihr darüber gesprochen, ob sie uns eine Klinik empfehlen kann. Und wir, oder sie hat uns gesagt, wir brauchen uns keine Klinik suchen, wo Frühgeborene behandelt werden. Also wirklich richtig Frühgeborene, so 24. Woche, was ich am Anfang gesagt habe. Weil sie ja nicht glaubt, dass da irgendwas passiert. Dem Baby geht's wirklich top. Aber wir schauen uns trotzdem jetzt in der 25. Woche eine Klinik an, die auf Neugeborene Frühgeborene spezialisiert ist. Auf Neugeborene sollte jede Klinik spezialisiert sein, wenn man mal so überlegt, oder? Ich glaube ja. Ja, also wir haben ja zwei Kliniken zur Auswahl. Oder beziehungsweise zwei, die in meiner engeren Auswahl sind. Und die eine oder beide sind eben eine halbe Stunde von uns entfernt. Die eine geht über die Autobahn, wo ich mir das nicht so schön vorstelle, wenn ich Wehen habe und das Baby kommt mitten auf der Autobahn und man kann nirgendwo anhalten. Aber es sind einfach die beiden oder die eine, die, wo wir mit der Autobahn hinfahren müssen, ist einfach die wirklich Top-Klinik in der Nähe. Und die ist auf alles spezialisiert. Die macht oder behandelt Babys ab der 23. oder 22. Woche, glaube ich schon. Und ja, die sind wirklich top ausgestattet und haben wirklich alles. Das Problem dabei natürlich, dass das Persönliche so ein bisschen fehlt. Also bei großen Kliniken ist es eben so, dass meistens die Persönlichkeit so ein bisschen untergeht und man einfach so abgefertigt wird, meinte meine Frauenärztin. Ja, bei der anderen Klinik, die ist im Ort bei meinem Frauenarzt oder um die Ecke sogar bei meinem Frauenarzt, ist aber immer noch eine halbe Stunde Autofahrt und der Weg ist auch nicht so schön. Also ja, man hat irgendwie das Gefühl, man fährt da immer eine Stunde hin, weil dieser Weg einfach nie endet. Und ja, die Klinik ist eben ein bisschen kleiner, ist aber auch auf Frühgeborene spezialisiert ab der 24. Woche. Was ich auch sehr gut finde oder was mir persönlich einfach sehr wichtig ist, dass ich einfach eine Klinik habe, wo wirklich alles da ist, wo die Kinderärzte direkt vor Ort sind, wo sie auch ja schauen können, wenn die Kleine doch einen Herzfehler hat, dass sie nicht woanders hingebracht werden muss, sondern dass sie einfach bei mir ist und wir uns da einfach keine Sorgen machen müssen. Ja, die nächste Klinik, die irgendwie in der Nähe ist, ist Kiel. Das sind aber knapp eine Stunde Fahrt von hier und das werde ich mir auf gar keinen Fall antun. Richtung Hamburg wird es auch nichts und das war es dann eigentlich mit Kliniken wirklich, wo man gut entbinden kann für uns. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt einfach mal die Klinik an, die bei meinem Frauenarzt um die Ecke ist. Da haben wir, wie gesagt, einen Termin. Also die haben immer so offene Informationstage und da ist jetzt einer, die haben sehr selten leider so einen Termin und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt den nächsten, der kommt, der ist im Anfang Dezember und dann haben wir das schon mal abgehakt und dann können wir uns noch die Zeit nehmen für die andere Klinik. Da sind die Informationsabende ein bisschen öfter,
Aber ja, da kann man sich dann einfach mal einen Tag aussuchen. Ja, das heißt, das werden wir jetzt auch in Angriff nehmen, langsam. Ich finde, es ist langsam okay, so 25., 26. Woche sich darum zu kümmern. Das finde ich in Ordnung. Und ganz viele auf Instagram haben das auch schon erledigt, die so weit sind wie ich. Und deswegen fühle ich mich so ein bisschen hinten weg oder ein bisschen spät dran. Aber ja, ich glaube, das ist noch völlig in Ordnung. Und solange ja noch nichts los ist, ist auch alles gut. Und ja, wir sind einfach super glücklich, dass es der Maus gut geht. Die kleine Maus, ich glaube, auf die Daten warten alle hier, ist 26 cm groß schon und wiegt schon 460 Gramm geschätzt. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also, dass sie schon fast einen halben Kilo wiegt und dass es einfach so in mir drinne ist, ist einfach immer noch unbeschreiblich. Und dieses Gefühl ist einfach, ja, ich glaube, mit nichts zu beschreiben, kann man so sagen. Ein Foto habe ich so nicht für euch. Ich kann euch das auf dem Handy zeigen, weil wir bei diesem Termin immer ein Foto oder beziehungsweise eine CD bekommen. Und da packt sie immer alle Fotos auf die CD rauf. Und da haben wir jetzt 15 Stück bekommen. Das finde ich auch immer ganz toll, weil dann hat man eben mehr Fotos als so ein oder zwei. Aber wir haben halt eben nichts auf Papier. Wir wollen die aber alle ausdrucken. Also ja, weil ich das alles so schön oder so best wie möglich festhalten möchte. So, seht ihr die Kleine mal? Also, das ist jetzt einfach so ein Foto auf meinem Handy, was wir von ihr bekommen haben. Und ja, hier seht ihr einfach so das Profil, also den Kopf, die kleine Stupsnase, die hundertprozentig nach der Mama kommt. Und das Mündchen und eben den Brustkorb. Und das da, wo viele auf Instagram sagen, das ist eine Luftblase, die sie gerade macht, ist ihre Hand. So von hinten, also so die Knochen so. Und die ist halt ein bisschen weiter hinten am Kopf und deswegen sieht das so aus. Und hier sieht man auch nochmal ihre Hand. Das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, aber da sieht man eben schon richtig die kleinen Fingerchen. Und hier sieht man auch nochmal, wie die kleine Maus ihre Hand so im Mund hat. Hier hat sie so ihren Mund auf und dann eben die Hand so drin gesteckt. Total niedlich, oder? Ja, das waren die kleinen Fotoeinblicke. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch meinen Bauch, der deutlich gewachsen ist. Und dann war es auch schon mit dem Video. So sieht es im Moment aus. Tada! Also es ist deutlich gewachsen. Er geht schon deutlich nach vorne. Ein bisschen spitz, finde ich. Aber ja, so sieht es aus. Ja, was mir auch aufgefallen ist, was das Bauchwachstum betrifft, dass ja, man jeden Tag zugucken kann, wie der Bauch irgendwie größer wird. Ich habe jetzt die letzten Tage immer mal wieder einen kleinen Bauch und dann am nächsten Tag ist er aber schon richtig groß, so wie heute. Heute ist er auch ein bisschen größer als sonst, aber ja, mal schauen, wo das noch hingeht. Schwangerschaftsstreifen haben wir bis jetzt noch nicht. Mein Bauchnabel ist noch drinne, der hat sich jetzt so ein bisschen verändert, also mein Bauchnabel war immer sehr, sehr tief drin. Und jetzt, ja, sieht man halt so die Stelle, wo damals meine Nabelschnur abgeschnitten wurde. Das finde ich persönlich sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!